Nach Walkman, Discman und MP3-Player ist die Zeit reif für eine neue Generation von tragbaren Audioplayer. Anspruchsvolle Musikhörer wollen auch unterwegs den bestmöglichen Klang und das nicht nur bei den Kopfhörern, sondern auch beim Abspielgerät. Verschiedene Hersteller sind schon eingestiegen im Geschäft mit High-End-Player. Fünf davon stellen wir heute vor. Wie alle Geräte im Test unterstützt der Sony Walkman NWZ A15 Hi-Res Audio. Das Gerät erinnert an Mobiltelefon vom gleichen Hersteller und ist nur gerade 66 Gramm schwer. Der Akku soll bis zu 30 Stunden hochaufgelöste Musik wiedergeben. Das Aluminiumgehäuse wirkt hochwertig. Mit ca. 250 Franken das günstigste Gerät im Test. Der AP100 von Hiditz ist etwas teurer als das Gerät von Sony, mit ca. 370 Franken aber immer noch relativ günstig. Das Gerät ist ca. 150 Gramm schwer und der Akku soll ca. 10 Stunden halten. Das Design mit dem kleinen Bildschirm oben erinnert ein bisschen an den ersten iPod. Mit nur 8 GB ist der interne Speicher klein ausgefallen, lässt sich aber bis 64 GB erweitern. Der AK102 von Astell & Kern kommt mit einem grossen Touchscreen und das Gehäuse ist aus bürstetem Aluminium. Mit einem Gewicht von 170 Gramm und Akku für 16 Stunden kann das Gerät gut mitgenommen werden. Vor allem die Wandler sind bei diesem Produkt von sehr hoher Qualität. Das schlägt sich auch auf den Preis, mit ca. 1200 Franken eher teuer. Der chinesische Hi-Fi-Man HM901 erinnert an einen tragbaren Audiorekorder und spielt Micro-SD-Karten ab. Die AD-Wandler sind das Herzstück des Geräts. Um sich an die Kopfhörer anzupassen, sind vier verschiedene Verstärkermodule erhältlich. Der Preis ist mit ca. 1000 Franken im Bereich des Estelle & Kern. Der Klang ist faszinierend gut. Der Plenu P1 von Kawon aus recyceltem Aluminium bietet 128 GB internen Speicher und einen grossen Touchscreen. Der Akku hält für ca. 9 Stunden. Mit ca. 170 Gramm Gewicht ist das Gerät vergleichbar mit dem Essel und Kern. Das Menü ist einfach und gut gemacht, betrieben wird das Gerät mit Android. Mit ca. 1400 Franken das teuerste Gerät im Test.